Ja, hat schon immer auf Größe wackeln. Ich sehe es ja nicht, wie es aussieht. Da gab es so eine Serie, ich glaube, die hieß doch Zunk. Ich bin jetzt in der Kaffee-Tusi sozusagen. Ja, das habe ich beim Back bei der Bossanlage, habe ich das so gemacht. Ging ja nicht. Also ich dachte erst auch so, ne? Aber er hat gesagt, schön. Sind wir unterwegs, dann sehen wir uns, wenn wir dann dort vor Ort sind. Also ich habe noch ein paar Stunden Autofahrt vor mir. Also bis gleich in dem Video. Ciao, ciao. So, willkommen meine Freunde zum Trabi Schrauber 48 Stunden Marathon mit Tino. Ich habe noch einen Haufen Teile bestellt. Oh, hier kurze Auswahl. So, ja, zum Beispiel noch so ein paar angenehme Bremsleitungen. Grenzkosten. Nochmal vorne hinten Bremsleitungsschläuche nochmal organisiert. Diverse Kleinteile, Dichtung, Krümmer, Dichtung, Bremsanlage, Bremsverteiler. Dann die Kupfermuttern für den Krümmer, genau, halbe Bleche etc. Tino, was machst du als erstes, wenn wir gerade angefangen haben zu arbeiten? Das Bierchen. Ein Bierchen trinken. Und da würde ich sagen, in dem Fall? Zum Wohl. Zum Wohl. Prost! Ein gutes Bier, ein guter Kerle. Kann ich zurückgeben. Und noch Sauhaufen Trabant. Was für ein guter Pass. Das Ding hat 550 Euro gekostet. Ich denke, was wir an Substanz haben und wenn man sich die Preise für einen Trabant anguckt, ist das, war ja von demjenigen, der Marco nochmal. Grüße gehen raus an Marco nach Bayern rüber. Schraube jetzt Bayern runter. Da kommt die Olga rein. Guckt's euch an, Leute, Jings und mir. Was aber richtig geil ist, mit Spachtelmasse zugemacht, das Loch. Ja, hier sieht man es ja schön hier. Mit Spachtelmasse zugemacht. Wahnsinn, ja. Ja, Wahnsinn, ist wirklich Wahnsinn. Das nehmen wir so, oh, so ab in unser Studio. Oh. YouTube-Studio. Die sind geil, die haben 5 Euro bei Ikea gekostet. Ja? Der Auspuff ist gnädig. Ja, naja, passt. Mit der Hühnerstange. Ja, das ist ganz gut. Ich würde sagen, Tino, wie beim Anfang. 1, 2, 3. Na, fast. Oh. Cheers. Und oh. Die Sonne schien und der Tag verging. Wie im Fluch. Im Fluch. Aber das Hobby blieb. Ja, auf jeden. Wir schreiben es 16.49 Uhr, den 26. März, ein Freitag im Jahr 2021, das Corona. Das Corona-Jahr. Also das weitere Corona. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Wir wollen jetzt über den hier. Wollen wir jetzt reden. Über den guten. So, wir haben jetzt eigentlich mehr oder minder ziemlich 24 Stunden nur geschraubt. Wir haben uns gestern, so circa um die Zeit, haben wir angefangen. Da haben wir die ganze Bremsanlage geschafft. Genau. Jetzt guckt euch den mal von unten an. Also, was ja hier schon mal ein richtig schönes Ding ist, hier läuft die ganze Bremsflüssigkeit raus, weil ja die Leitung ab ist. Ja. So, das ist schon mal, müssen wir machen. Was haben wir hier? Hier ist die abgerissene Bremsleitung. Das habt ihr auch schon im anderen Video gesehen vom, da, gerade weggerückt hier oben. Die müssen wir auf jeden Fall neu machen. Bremsschläuche. Haben wir alles da? Ja, alles hier. Zum Glück. Die Bremse vorne ist jetzt schon mal soweit drin. Ja, sieht auch gut aus, muss ich sagen. Die können wir ruhig erst mal lassen. Da mache ich mir gar keine Sorge, dass die nicht funktionieren. Und wenn, dann merken wir es. So, dann machen wir hier noch die Leitung. Dann die Bremsschläuche logischerweise vorne. Der Hauptbremszylinder, hier oben seht ihr,
Ihr seht, wie er aussieht. So sah er immer bei Sigi damals aus. Das müssen wir auf jeden Fall fragen. Und das Ding, der Licht ist schon hier drüben. Evas glänzt schon, und zwar der Anlasser. Mit seinem stolzen Preis, den ich jetzt aus werberechtlichen Gründen über 200 Euro nicht erwähnen darf. So, hier habt ihr den Hauptbremszylinder. Wunderhübsch. Ich gucke mir den nachher mal an, weil ich hatte es selber schon bei zwei Stück, dass ich es nochmal aufmachen musste und reinigen musste. Aber das sehe ich dann gleich im Schneidbude. Also, wir machen mal weiter. Oder vielmehr, wir fangen jetzt erst mal ruhig an. Kaffee gab es auch schon, sehr gut. Es wird auf jeden Fall, es bleibt und es wird spannend. Mal gucken, was wir rausholen können aus dem alten Eimer hier. Na, aber wie gesagt, also der Auspuff, der spricht für sich, geht noch für 30 Euro VW bei eBay. Ach, hundertprozentig. Originalteil. Also wir machen los. Ciao, ciao. Alter, die war so scheiße, schwärmen wir am Benz, ey. So, hier, guck doch mal schön. Ja, guck hier. Jetzt sind wir nicht in Birkenkind, wo die Schrauben alle locker sind. Leider, leider, nein. Ja, ja. Oh, das war mein Finger. Aber es war ab. Ich will nicht kaputt machen, ich selbst. Ja. Ist alles läuft? Läuft, Klappe die erste hier, ja, die erste Knipse. So Leute, jetzt habt ihr hier den Bremsschlauch. Was jetzt ganz wichtig ist, jetzt beobachtet mal den Bremsschlauch, wenn ich jetzt nur hier vorne drehe. Seht ihr das? Wie der sich bewegt hinten? Ja, ja hier an der Stelle hier. So, und das dürft ihr nie machen, dass ihr das Ding so anrammelt hier und der Bremsschlauch verdreht sich, sondern der liegt jetzt frei dran. Der ist jetzt am hinteren Ende, ist er locker, und am vorderen Ende. Jetzt gibt der euch schon vor, wie der liegen will. Also, mal da schon drauf hier. Jetzt habt ihr den sitzen und jetzt tut er quasi die Leitungsseite. Bringt er feste. So, und das macht er einigermaßen handfest. So, das reicht schon zu. Ihr dürft das nicht zu fest machen. Ja, jetzt sieht man hier wieder Nachbauteil. Super, drücken wir dann mit der Zange noch ein bisschen zusammen, dass es straffer wird. Und ihr seht, ihr habt den Bremsschlauch jetzt überhaupt nie verdreht. Ihr könnt euch schon an der Linie hier orientieren. Der verdreht sich jetzt nicht mehr. Und jetzt machen wir das hinten am anderen Ende genauso. Also nie hier vorne nur bewegen, weil ihr seht, dann dreht er den ganzen Bremsschlauch hin und her. Na gut, jetzt ist er feste. Und bewegt er das. Und was dann nämlich passieren kann, das seht ihr hier unten auf der Seite. Ja, ist das leider passiert hier. Wurde vorne gedreht und hinten hat sich der Schlauch verdreht. Und dadurch habt ihr jetzt die Wellnot drin und den müssen wir wieder rausnehmen. Bist du da oben rangekommen? Ich kann ja gar nicht drehen. Wie machst du das? Ja. Erfahrung? Ja. ich kann nur so gleich ein Stück und drehen. Ja, genau das Mühe musst du nutzen. Das, was er dir hergibt, ja. Ist schon interessant, Leute, nur das zu beobachten, wie sich ein Abbieter in der Bremsleitung festsetzt. Du hast da bestimmt noch irgendeinen Trick, hä? Ja, ich probiere es einfach, bis es geht. Ein Zehner bitte. Es ist nicht der Elber gewesen. Ja. Man beachte, was Tino gerade gesagt hat. Er hat nämlich groß geprahlt. Es ist ein Elfer. Lässt seinen Stift hier quasi dran rumschrauben. Der wundert sich, warum sich nicht dreht. Ist ja logisch. Und naja. Da gab es so eine Serie. Ich glaube, die hieß der Zunk. Ne? So, und da haben wir wieder ein Altteil. Der Hauptbremszylinder. Und sieht auf jeden Fall gut aus, ha? Der ist sogar noch dicht. Man will es kaum glauben, der ist sogar noch dicht. Den hätte man vielleicht noch nicht mal wechseln müssen. Obwohl der von außen so dermaßen aussieht, ne? Der sieht aber, innen sieht er besser aus. Aber das Zeug, wenn da Flüssigkeit drin ist, Bremsflüssigkeit, hat es ja gar keine Chance zu rosten. Ne, solange wie keine Luft und Feuchtigkeit reinkommt, passt da geguckt. Man guckt mal selbst hier, wo der Anschluss noch hinten. Also hier läuft normalerweise die ganze Brühe raus. Das ist das dann, wenn euch quasi unten der Rost schön hinter das Pedal wandert, unten am Blech. Dann habt ihr hier den Anschluss noch hinten. Der sieht auch traumhaft aus. Ein Stück runter. Ist auch noch gut. Und dann habt ihr vorne den Verteiler. Ja, ein bisschen höher, so alles spiegelverkehrt. Ja. So. Sieht auch noch sehr gut aus, kein Rost reingewandert. Also theoretisch könnte er noch gehen, aber wenn wir jetzt schon ein neues Teil da haben, dann bauen wir es rein. Verbauen wir es natürlich auch. Ging wirklich super ab. Ja, da siehst du die alte Dichtung hier, guck mal, das ist bloß noch Papierrotz vergammelt hier angezogen. Das müssen wir jetzt mit dem Schraubendreher mal ein bisschen abkratzen, sagte. Und da machen wir den neuen rein. Wo ist der neue? Warte mal, geht's vom Licht her? Ja, ja. Very beautiful. Ja, wunderhübsch. Anschlüsse, alles sauber.
Wunderbar. Geil, weiter geht das. Ihr müsst für euch selber entscheiden, traue ich mich daran, kann ich mir das wirklich erlauben, das zu schreiben, und wenn nicht, frage ich jemanden. Wie wir unsere Videos aufbauen, sind nur diese Widerspiegelung, wie es bei uns läuft, wie wir das machen. Und wir versuchen, unsere Tipps weiterzugeben und unsere Erfahrungen, die wir eben beim Schrauben lernen, damit es euch nicht unbedingt erst passiert. Jedenfalls geht es mir so. Das ist halt das Wichtige, weil wenn du halt guckst, du findest oft kennerischen Aussagen in jedem Forum. Der eine sagt Ü, der andere sagt Tot. Ja, wie gesagt. Sucht euch am besten jemanden, der Ahnung hat, wo sagt, der ist für mich der jetzt, der das sorgt. Und das dann macht es einfach so. Fertig aus und lasst euch ja nicht durcheinander bringen. Ja, das ist wirklich. Wie ich es immer wieder sage, das ist wie die Frage nach dem richtigen Zweitaktgemisch. Das ist genau das Gleiche. Welches Öl, wie, das müsst ihr für euch alle selber entscheiden. Fertig aus. Ja. So, jetzt haben wir hier Bremsflüssigkeit. Dot 4 kommt hier rein. Wir haben den Hauptbremszylinder gewechselt mit den Schläuchen. Wir haben unten drunter jetzt alles gemacht und jetzt probieren wir zwei mal die Bremse zu entlüften. Und Tino, was gibt es da zu beachten? Oh, viel. Der fängt hinten rechts, fängt er an. Dann geht er auf hinten links und dann geht er vorne rechts und dann auf vorne links. Ganz wichtig. Immer am weitesten vom Punkt des Behälters anfangen. Jetzt füllst du erstmal auf. Dann gucken wir mal, dass man sachte von innen, das mache ich jetzt gleich mit der Hand ein bisschen pumpen, ganz sachte, erstmal Gefühl kriegen und dann drehen wir mal hinten auf und dann werden wir sehen, was passiert. Und falls sich jetzt jemand das Video anguckt, während er seine eigene Bremse entlüftet, wäre das Allerwichtigste noch am Anfang, also jetzt bis zu Ende gucken auf jeden Fall als allererstes mal, und dann ist es ganz wichtig, dass ihr die Bremse nicht, wenn sie trocken ist, auf keinen Fall, und auch wenn man entlüftet, komplett durchtreten, wenn du das meinst. Nie komplett drauftreten. Nie komplett durchtreten. Niemals komplett durchtreten. Also bis auf einen Schlag, genau. Ihr macht so vielleicht so 2-3 cm macht er, weil sonst drückt er den Kolben quasi nach vorne durch und dann kann es passieren, dass die Dichtungen Schaden nehmen, die da drin sind. Ja. Und das wäre äußerst ungünstig, weil dann kannst du nämlich von vorne anfangen, mein Richtig, guter Du. Ganz genau. Ich habe das schon durch, zweimal. Das wäre eine äußerste Luftnummer. So, und jetzt fangen wir mal an mit dem Füllen, ja? Hau mal rein, da gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, also, dass der Behälter erstmal voll wird. Sachte langsam, das läuft nämlich ganz gut. Das gluckert aber schön weg. Ja, genau. Immer ein Mühe. Ja, das klingt schon mal sehr gut. Klingt das gut, ja? Du meinst, Tino, sozusagen, das könnte dein First Take werden? Hoffentlich, ey. Das blubbert auch richtig geil. Ich hab die hingekriegt beim ersten Mal damals. Der hat ganz schön Gewehr, da kriegst du. So, jetzt versuch mal hier bitte zu pumpen. Soll ich den Deckel erst drauf machen oder was? Nein, du musst dann permanent, dann nachfüllen, wenn ich dann quasi Pumpe und hinten offen hab. Ja. Aber jetzt will ich ja bloß erst mal gucken, wie der Hauptbremszylinder, wie er sich anfühlt, weißt du? Okay. Also da fühlt sich schon mal ganz gut an. So, jetzt drehe ich hier hinten auf. Und jetzt ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dass du vorne bleibst, weil ich pumpe jetzt. Und in der Zeit, wo ich pumpe, fülle ich nach. Richtig. Ich bin der Nachfüller, genau. Ich bin sozusagen der Antagonist. Genau. Ich musste dann bloß mal hintergehen und gucken, wie viel wir dann drin haben, weil ich sehe das ja nicht drin, wenn ich pumpe. Weißt du? Ja, das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Das ist nicht voll hinten und überläuft, meinst du? Also, da ist vorne deine Pulle leer. Wir machen jetzt vielleicht so viel, dann machen wir ein bisschen. Das ist ja gut, ja, mit den Strichen. Wir gehen jetzt ja bis zum ersten Strich, gehen wir erstmal pauschal hier unten in etwa, wo das Schwarze anfängt. Erstmal. Und dann gucken wir, ob der rausbläselt. Das machen wir dann später. Wenn du vorne gut aufgefüllt hast, musst du zwischendurch mal hintergehen. Das geht nicht anders. Okay, alles klar. So gut, jetzt ist ja vorne drin die Brühe, ne? Brühe ist drin. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Ich will das jetzt mal nicht mitnehmen. Also ich mache das Pedal jetzt einfach. Hast du jetzt die Kupplung in der Pfote? Ich glaube, du hattest gerade die Kupplung, ja? Nee, ich hab das nicht. Achso. Ist der neu? Nee, weil jetzt die Kupplung mit bewegt. Die hab ich gerade nochmal gedrückt. Achso.
Wird das vorne ein bisschen weniger? Naja, es ist auf jeden Fall nicht viel drin. Das war fast zu viel meinerseits. Das habe ich verkackt. Leute, also so viel nicht. Ihr habt ja gesehen, wie man es nicht macht sozusagen. Ihr könnt hier lernen aus diesen Videos. Das ist ganz wichtig. Deswegen habe ich mir den Tino eingeladen, meine Freunde, weil ich das hier vor allem lernen will, wie das funktioniert. Ich habe jetzt leider bis Anschlag randvoll. Ihr müsst aber weggehen jetzt, weil es ungeschönt. Ja, es geht schon weg. Ja, es geht ganz langsam weg. Jetzt gucken wir mal hier hinten, wie das aussieht. Da kommt noch nicht an. Also die ganze Leitung ist leer. Die habe ich eigentlich extra gefettet gehabt, ne? Also meiner Meinung nach läuft gerade gar nicht weiter raus. Doch, aber so ganz wenig. Nee, guck mal, es steht doch hier genau bis zum Rand. Ja, jetzt ist so ein Stückchen abgesackt. Ja, jetzt wird es auf jeden Fall leer. Gut, da warte ich, reißen wir die Pulle. Nö? Dann musst du wirklich fast bis zum Anschlag schon mal ran gehen. Da hat er doch noch Luft gehabt zu dir. Ich gucke mal hinten. Nee, guck noch nicht, ich hab's gerade gesehen. Ist noch nicht da. Nee, doch, komm mit. Lass mich ehrlich jetzt auf Gucker. Na, jetzt fängt's an. Na, es ist super. Ich gucke mal vorne im Motorraum, ob alles dicht ist. Sieht aber gut aus. Und das bleibt auch so schön runter jetzt, die Suppe. Ja, man hört's. Das klingt wie, als ob einer in der Hecke pinkelt. Ah, das klingt wie, als würde ein Zwerg in der Hecke pinkeln. Ja. Und da kommt praktisch jetzt die alte Suppe raus aus der Restkleidung von denen, die gut sind, wo wir gesagt haben, die lassen wir noch. Na, das ist jetzt hier zu sehen, Leute, also guckt nochmal schön unten hin. Schön gelbe Plörre ist das. Und es ist ja hell, ja, also durchsichtig wie Wasser, das habt ihr ja gerade auch gesehen beim Einfüllen vorne. Man merkt jetzt auch schon den Druck auf dem Pedal. Also ich pumpe was hin da, ich guck mal vorne genau wie voll noch ist. Und das ist schon ziemliche Rotzbrühe noch. Dann machen wir mal voll das Ding und dann machen wir den nochmal leer. Das werden wir machen müssen, weil das ist eine rische Saubrühe, was noch rauskommt. Kann ich, oder? Ja, bleib durch, Digi! Wir haben jetzt zum Beispiel die Bremsleitung, die von vorn nach hinten geht. Die haben wir sogar drin gelassen. Weil die Bremsleitung war in einem sehr guten Zustand, die war richtig gut versiegelt und vor allen Dingen, man hat sie oft zuschrauben können. Das war ja das Geile. Wir haben dann hinten nur den Verteiler gewechselt, die zwei kleinen Bremsschläuche und die zwei Leitungen raus an die Schenkel. Genau. Das Bremse logischerweise ist komplett. Ja. Und hier vorne haben wir auch die Leitung nach links, nach rechts haben wir gelassen, die Originalleitung. Und dann ab dem Bremsschlauch quasi alles neu. Ein paar Bremsleitungen waren von mir vorne. Ich habe ja vorne die Bremse und hinten die Bremse schon gemacht. Inne. Dino hat es nochmal kontrolliert. Beziehungsweise haben wir es nicht ganz kontrolliert, es sah gut aus, alles klar. Ich dachte, ich habe festgeschraubt und dann ist es an der Seite rausgelaufen. Das ist jetzt natürlich ein Fehler, aber ich, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich so ein Fahrzeug in der Hand habe und ich denke, dass Fehler normal sind. Und wie gesagt, diese Videos sind ja nicht dafür da, dass ihr wisst, wie es geht, sondern ihr seht, wie es laufen kann. So Leute, neuer Tag läuft weg. Ich bin jetzt gerade mit Elfi hier, die wartet schon im Versteckchen. Muss noch ein bisschen warten. Wir haben gestern soweit die Bremsanlage hingekriegt. Hat alles soweit funktioniert. Und jetzt nicht meckern, ich war selbst erstaunt. Ja, wir hatten beim Entlüften hatten wir ein bisschen Probleme. Ist aber dann Gott sei Dank noch gut gegangen. Da war vorne in dem Hauptbremszylinder, in der Kammer vorne. Müsst ihr euch vorstellen, ihr habt hier oben, wenn ihr da die Anschlüsse habt von diesem Radbremszylinder, von dem Flüssigkeitsbehälter, habt ihr ja die zwei Schläuche, die oben runtergehen und die gehen ja in den Hauptbremszylinder rein. So, und der vordere, da ist quasi eine Kammer und bei dem hinteren ist auch eine Kammer. Und der vordere, wo die Kammer quasi die Brühe reinkriegt, da ist eine kleine Feder und da ist eine Gummischeibe oben drauf. Und diese Gummischeibe, die war verklebt und zwar nach oben quasi sitzt die an den Schlauch, der von oben von dem Behälter kommt, also quasi hier unten raus und dann sitzt das so unten dran und die war verklebt und wir haben gepumpt, sachte und da kam keine Brühe vorne, der kam aus Verrecken, kam nicht. Dann haben wir gestern noch den Hauptbremszylinder aufgemacht, haben den dann auseinandergebaut, vorne, also quasi den Anschluss, wo der Bremslichtschalter reinkommt und dann eben den Anschluss abgeschraubt, wo der Schlauch reingeht.
Und da haben wir das auseinandergenommen und da wurde es verklebt, auseinander, das Ding schön sauber gemacht, wieder eingebaut, prompt war die Brühe da. Jetzt haben wir Bremsdruck auf allen vier Rädern. Man kann schon mal von Hand, ich sage jetzt mal schon mal von Hand, kann man die Räder nicht mehr drehen, wenn man drauf tritt. Ist schon mal ein Fortschritt, um Himmels Willen, ist ein geiler Fortschritt. Aber was mir persönlich noch nicht so passt, ist, wie sich das Pedal anfühlt. Wenn ich das jetzt mit meinem Sigi vergleiche, ist der deutlich straffer und härter. Wir warten aber ab. Die Kiste muss ich erstmal noch einbremsen. Die Bremstrommeln waren jetzt noch lose. Wir werden heute, wenn wir es schaffen, das erste Mal mit dem Trabant fahren. Plan, was jetzt anliegt für heute, ist der Vergaser. Das ist das Ding da. 2-7E. Den werden wir heute mal pauschal an den Motor dran setzen. Spielt jetzt keine Rolle, ob der für einen 18 PS, für einen 23 oder 26 PS Motor ist, weil aktuell ist ein Spaßvergaser verbaut. Ich persönlich halte ja gar nicht von den Spaßvergasern. Könnt ihr für euch entscheiden, nicht diskutieren, danke. Wir machen den heute dran. Ich will hören, wie klingt der Motor mit dem Vergaser, wie klingt der Motor mit dem jetzigen Vergaser. Je nachdem. Wir probieren es dann erstmal. Was wir heute auch noch uns als Ziel gesteckt haben, wenn wir es noch schaffen, ist die Auspuffanlage komplett. Und ja, dann sind wir eigentlich schon so weit. Dann können wir das Ding eigentlich schon runterlassen. Die Kipferrichtung lasse ich schon den MD da. Der kann dann noch ein bisschen wursteln, weil im Sommer werde ich ja eh nach Sachsen rüberkommen und Urlaub machen und dann nehme ich sie dann wieder mit, weil ich habe ja eine Hebebühne aktuell, deswegen brauche ich die jetzt ohne, und ihm ist gut geholfen. Also wenn ich das ja sehe, wie der Trabi vorher aufgebuckt war, Respekt, wie man da arbeiten kann. Prost, ich übernehme gleich die nächste Runde. Ja, wir haben gestern wirklich also innerhalb von ein paar Stunden diese Bremsanlage schon gemacht. Ich hatte ja vorne schon und hinten schon gut vorgearbeitet in dem Fall. Und am besten, wir probieren jetzt mit alten Vergaser, mit dem anderen Vergaser und gucken, was der sagt und bleibt dran, schaut zu, weil jetzt kommt der spannende Teil. Also mehrere spannende Teile, weil wir eigentlich mehrere Vergaser testen, zwei Stück und die alte Auspuffanlage kurz dran lassen und probieren werden, den Dampf zu starten, wird eklig klingen und dann die neue. Also gibt es auch nochmal sozusagen einen Soundcheck. Schön gemacht, genau. Ja, leg mal los. Ja, ja, Prost. Also, ab, Feuer. Feuer frei. So, er hat schon immer das große Wackeln. Und zwar sind wir jetzt davor, das erste Mal den Start durchzuführen, wie ich vorhin sagte, im Original, im momentanen Originalzustand, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, mit Spaßvergaser, mit der alten Auspuffanlage und einfach mit der Schnutze, die drin ist. Ich will mal gucken, wie er jetzt so hoch dreht, weil ich hatte es damals beim Erststart gesehen, dass der extrem hoch gedreht ist. Mal gucken, ob er das heute auch nochmal macht, wir wissen es ja nicht. Probieren wir mal ab. Patrick, da filmt gleich gegen. Genau, ich filme gegen, richtig. Ob ich deinen Namen überhaupt sage? Ja, natürlich. Gut. Das steht überall auch da. Gut, weil ich habe mal Envy gesagt mit Absicht. Ja. So Leute, jetzt guckt mal, jetzt guckt euch mal das Dreckding hier unten an. Man will es kaum glauben, aber der ist gelaufen. Wir haben jetzt hier oben mal die Batterie provisorisch reingemacht. Also die Kabelanschlussschuhzehe, die ruppen wir dann auch noch weg. Da kommt noch eine neue dran, das passt mir ja gar nicht. Das sieht ja aus wie Kraut und Rüben. Hier seht ihr mal das Resultat. Siehst du, dass es nach Benzin riecht? Ja, es riecht nur, also läuft es auch schon raus. Naja, riecht gut nach Benzin. Ja, also, riecht nach gutem Benzin, ne? Ja, hier guckt mal, ihr seht ihr schon so einen Klassiker, was ganz typisch ist. Undicht, ja. Das läuft immer aus den Schläuchen raus. Das habe ich aber beim CGO gehabt, das Problem. Immer kurz abwischen. Das müssen wir probieren, dann nochmal ein bisschen nachzuziehen. Das wird dann auch dicht. So, Patrick, ich würde sagen, dann setzt du dich jetzt mal rein. Wie gesagt, wir machen jetzt Test alter Auspuff, Test alter Vergaser. Deswegen ist er jetzt auch noch auf dem Vorprüf, weil ich stelle euch dann gleich hier unten hin, damit ihr seht, wenn der jetzt nicht so hoch dreht, wird der Patrick dann mal probieren, die Gänge durchzuschalten, die Kupplung zu ziehen. Dann wird er auch mal die Bremse treten, dabei die Kupplung kommen lassen. Dass wir mal merken, wie klingt's, Rads, macht das Getriebe mit. Einfach Geräusche sammeln, bevor wir jetzt erstmal losfahren. Nicht, dass wir jetzt irgendwie das Getriebe kaputt fahren, weil das auch mit Vorsicht zu genießen. Wir wissen ja nicht, ob Öl drin ist. Also ich gucke jetzt nochmal rein. Das Problem ist, von oben sieht man es aber nicht. Also wir huschen uns das jetzt mal ein, wie das klingt. Im Notfall, wenn wir uns gar nicht sicher sind, machen wir unten die Schraube auf und gucken, ob was rauskommt. Ja. Aber normalerweise, das ist jetzt der Schlauch undicht. Das ist bei der, bei Mäusekino. Ja, ja, deswegen habe ich gesagt, das müssten wir direkt verbinden. Ja, dann drehen wir den Benziner an zu der Weile.
Also Kraftstoff ist da, wenn er nicht anspringt, kannst du auch an ihn liegen. Der Treppel doch dort unten. Inkontinent. Also, Switch, andere Kameraposition und dann geht's los. Ich nehme euch jetzt mit nach drinnen. Die andere, Tino, du bist auf der großen drauf und wir gucken uns das jetzt von drinnen an. Es wird bestimmt mega spannend. So, wenn ich dann laufe, würde ich ziehe meinen Kopf machen. Ich bin schon lange nicht mehr gefahren hier. Lange keinen mehr an der Hand gehabt. So, warte, ich mach das mal kurz an. Feuer frei. Nee, warte, pass mal kurz ein, ich stöpfe jetzt nicht ab, das sind sowas. Bleib mal drinnen sitzen, mach die Zündung aus. Ja, mach's der. Mach den Benziner hinzu. Ich mach mal die Zündkerze mal. Jetzt guckst du erst mal, ob die Zündfunke da ist. Also Zündfunke. Ja, Zündfunke ist da. Schau mal, da vorne rechts. Also Leute, Zündfunke ist da, Spannung haben wir genug. Hat sich angefühlt, naja, knappe 15.000 Volt, würde ich mal schätzen. Kommt. Jetzt nehmen wir das einfach. Also ist das Bremsenreiniger? Also ich schätze nicht. Oh, nee, keine Grundierung. Grundierung ist nicht gut. Nee, der Bremsenreiniger, Tino, der steht hier vorne. Ist das der Einrichtung, ja? Ja. Ja, das gibt mir cool. So, pass auf. Okay, machen wir noch einmal. Machen wir kurz aus, geht aber gleich weiter mit dem nächsten Vergaser. Jetzt sitze ich hier da. Hab hier meinen Kaffee. Unter Stift. Da muss ich schreiben. Also jetzt liefer ja, wie gesagt, das erste Mal. Oder erneut, der lief ja schon das erste Mal. Also das zweite Mal jetzt. Jetzt haben wir uns gerade überlegt, den Vergaser nehmen wir jetzt raus, weil er halt Standgas gar nicht hält. Ich will den mir, wie gesagt, mal angucken. Und jetzt haben wir den gerade hochgenommen noch einmal. Und jetzt fängt der Patrick gerade an, mal den Auspuff schon auszubauen, weil jetzt haben wir ja gehört, wie der Auspuff klingt. Jo! Genau, und jetzt können wir den gleich wechseln, wenn wir den eh schon jetzt oben haben, wie gesagt. Oben liegt er, oben. Wenn ihr seht, liegt das ganze Rohgedönse. Nö, und dann tun wir den Klopfvergaser mal uns begutachten und bauen den ein. Hier habt ihr den Auspuff, genau. Ach, das sind jetzt zwei geteilte Rohre. Bei mir war das nur eins. Haben sie wahrscheinlich mit der Post Ärger gekriegt wegen Versenden. Na, seht ihr, da habt ihr es. Also, alles da, was wir machen können, was geht. Hängen wir jetzt runter. Dann wird er wahrscheinlich gleich ganz anders klingen. Warten wir es mal ab. Ich bin gespannt, wie er läuft heute. Und ich denke mal, das werden wir heute noch schaffen, dass der hier die erste Runde fährt. Also in diesem Sinne,
ich lasse ihn mal weiter arbeiten. Genau, hältst du mir hinten, ich mach vorne fest, du dann schiebst rein und ich befestige vorne. Du musst aber ja. Vorne fast noch nicht festmachen, wir müssen erst dann noch den Vorschalter. Ja, aber ich muss ja irgendwie das Ding jetzt fangen. Nee, erst mal hinten ansetzen. Aber dann hängt er ja in der Luft. Naja, den tun wir dann erst mal zusammenfügen, dann müssen wir den Vorschalter einfach anschrauben und dann kannst du erst alles zurechtsetzen. Weil sonst geht's nicht, du kriegst das nicht mehr dran, wenn du den jetzt festschraubst, ja, das muss nicht so lange, als dass du es neigeknickt kriegst. Deswegen müssen wir jetzt auch schon mal hinten anfangen, dass wir den jetzt hier auch schon mal dran setzen. Wie geht's, alles gut. Das müsste passen, ne? Genau. Warte, ich mach noch deine Stücke rein, weil sonst ist man jetzt gleich hier drin. So, jetzt ist der auch schon mal hier dran. Und jetzt müssen wir das hier ansetzen. Genau, so. Eigentlich alles ziemlich geil aus mit dem Auspuff und der Auspuffanlage. Ja, und die Schrauben gingen alle, obwohl sie alt waren, übel gut ab. Man glaubt das gar nicht. Wir haben uns gestern, so circa um die Zeit, haben wir angefangen. Da haben wir die ganze Bremsanlage geschafft. Genau. Und heute haben wir ganzen Tag Vergaser, Auspuff, haben wir es geschafft, dass der Trabant, auch wenn er aufgrund Vergaserprobleme schlecht gelaufen ist, aber wir haben es geschafft, dass er läuft. Versuchen wir jetzt anzulassen. Hey Gott, mach mal mit Schock. Scheiße, das bringt mir viel. Ich war jetzt schön. Ach, Mensch, ich dreh noch mal ein bisschen raus hier. Warum geht der aus? Oh, scheiße, diese Schraube. Ich kann die nicht aufs Verrecken bleiben. Sparvergaser rausgeflogen, den Blockvergaser haben wir wieder reingemacht, eingestellt, eine Schraube selber gebaut. Also einfach nur Mangel von A bis Z. Es hat an Schrauben gefehlt, aber wir haben es alles super hingebastelt gekriegt. Es ist unglaublich. Und Leute, jetzt geht's los. Also am Vergaser muss bestimmt noch was gemacht werden, würde ich sagen. Bremse geht gar nicht, ne? Aber der Vergaser ist echt heavy. Der ist heavy, ja? Stimmt. Ja. Der Motor klingt gut, das Getriebe schaltet sauber. Jo, kann ich bestätigen. Hupe geht sauber. Ja, ist ein bisschen schwach auf der Brust, das Ding. Die klingt aber geil. Nee, also ich bin jetzt von meiner Seite aus überrascht gewesen, dass der Motor nur so klingt wie er klingt. Das war schon ganz ehrlich. Ja. Ja, Schaltung, ich bin da selber mal eine Runde gefahren, aber bloß im ersten und im Rückwärtsgang. Ging gut. Was er schon sagte, der Patrick, der Vergaser, der läuft so fette, das kannst du als Nebelmaschine auf dem Hof verwenden, ja, das Fahrzeug. Aber muss halt immer sein, ne? Also der bläst hinten hohen Sprit raus. Es war ja erstmal nur zum Testen, zum Probieren, weil der Spaßvergaser hat uns Spaß bereitet. Der hat Spaß bereitet. Gut, der hat natürlich nicht funktioniert so richtig. Das ist dieser besagte Spaßvergaser. Dann haben wir hier die Banane liegen, Heizung. Die haben wir mal so mit dazugelegt. Die kommt aber wieder rein. Und dann das Meisterstück der Dinge, der Auspuff. Das ist ein richtiger Hurra. Aber der klang noch wie eine Eins. Ja. Der klang noch wie eine Eins. Aber der, wie gesagt, ihr habt es ja in den anderen Vorschnitten jetzt gesehen, hier gespachtelt. Ja. Dort hinten kannst du den bald rausbrechen, das Mittelrohr. Ja. Wahnsinn. Aber wie lange hast du gebraucht?
Halbe Stunde? Also insgesamt mit Einbau haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht. Es haben sich alle Schrauben, die auch rostig aussahen von dem Trabant, haben sich alle Schrauben von dem Auspuff einfach mal ganz easy locker gelöst. Was natürlich echt für eine Standzeit von 20 Jahren eigentlich absolut erstaunlich ist. Dafür hat er wenig Rost. Ja, das stimmt. Also er hat zwar sehr viel Oberflächenrost, er hat aber keine Durchrostung bis auf eben den Punkt hier oben an der Batterie, aber das kennt er, das ist ganz typisch. Ja. Die Domlagen, also die Stoßdampfaufnahmen, die Domlager nenne ich es jetzt mal, sind auch in einem super Zustand. Wo er halt ziemlich arg verrostet ist, das sind hinten die zwei Querlenker. Das kann der Patrick jetzt meinetwegen sandstrahlen lassen, das kann er mit der Drahtbürste bearbeiten, kann man alles nutzen. Die Schweller sind auch in einem sehr guten Zustand. Wenn nie, wäre die Kippverrichtung gerade wieder umgeflogen. Weil dann hätte er nicht gehalten. Ja. So, und, aber ich habe mal unten dran gehauen, sieht ganz gut aus. Unterboden macht auch einen relativ guten Eindruck. Also ich bin zufrieden mit dem, was wir geschafft haben. Die Bremse wird der Patrick noch weitermachen. Und zwar, die ist butterweich. Also wenn man richtig Vollbremsung macht, ist man mit dem Pedal unten an der Blechwand. Könnte jetzt sein, weil so viel Bremsflüssigkeit ausgelaufen war, kann sein, dass Luft... So, weil der Tino ja nicht nachlässig ist und ich natürlich auch nicht und wir sind jetzt dran geblieben, wir müssen noch einen Nachtrag machen. Wir haben es geschafft, dass die Bremse doch noch so richtig geil funktioniert. Und wie wir das gemacht haben, erkläre ich euch jetzt nochmal ganz kurz. Wir haben den Hauptbremszylinder vorne am Bremsschalter nochmal aufgeschraubt, nochmal entlüftet, draufgedrückt und siehe da, es hat funktioniert. Genau. Na, wer hätte das gedacht? Also wirklich... Mega geil und dann eingebremst, langsam eingebremst und jetzt zieht er steil vorne und hinten. Jetzt gibt es sozusagen nochmal Trabi-Action, nochmal Trabi-Zaun. Also dranbleiben, Leute. Also eine kleine Schraube kann so viel Wirkungs machen. Oder? Eine kleine Schraube. Jetzt haben wir Spaß gehabt, ne? Wahnsinn. Also die Bremse geht jetzt wirklich richtig schön böse zu. Hätte ich nie gedacht. Also Bremse mit diesem Punkt absolut. Guck mal, jetzt gehen alle Beine Lichter. Erledigt. Erlichter. Also wir haben jetzt im Endeffekt haben jetzt bloß noch eins gemacht, wir haben vorne am Verteiler, am Hauptbremszylinder, habt ihr vorne diesen Verteiler, wo die rechte und linke Seite von der Vorderachse quasi versorgt werden. Und da vorne dran habt ihr einfach nur den Bremslichtschalter. Und dort dahinter war ein Mühe Luft, was wir jetzt gerade noch entlüftet haben. Ein Funken. Und das kam gerade noch in den Sinn. Jetzt sind wir gerade ein bisschen ein kleines Weg schon gefahren, haben die Bremse eingebremst und jetzt habt ihr den Rest gesehen, die Dinger machen zu und es funktioniert. Oh. Einfach Bremsstöhe! Die Kippvorrichtung, die er jetzt hat, die ist quasi entjungfert worden mit Sigi, weil mit der habe ich ja den ganzen Sigi aufgebaut. Und das soll der Glücksbringer für Teresa Olowski. Genau. Wir nennen den Trabant Teresa, haben wir uns überlegt. Trabanttaufe. So. Schluck es drüber. Name steht fest. Teresa Olowski. Olowski, genau, das ist jetzt aus dem Spaß entstanden. Aber wir finden den Namen super, das passt gut. Finde ich irgendwie. Könnte auch eine Schriftstellerin gewesen sein. Ja. Geschichten kann sie erzählen. Man muss sagen, er ist jetzt 500 Kilometer hierher gefahren und fährt dann noch einmal ein Stück, fährt noch jemanden besuchen, sag ich es einfach mal so, und fährt dann aber auch wieder 500 Kilometer zurück. Also Respekt schon mal auf jeden Fall an der Stelle für diesen langen Weg, den du mit einem Queck auf dich genommen hast, sozusagen, um hier mit mir zu schrauben. Das macht nicht jeder. Da zoll ich höchsten Respekt für Tino. Nee, gern. Und wie gesagt, wir haben echt einiges geschafft. Megamäßig gut. Und ich hoffe, dass wir mehr machen.
dass wir uns wieder treffen und dass wir auf jeden Fall noch ein paar Videos gemeinsam rumreisen. Ich würde sagen, wir haben es geschafft, Leute. Ich würde sagen, das Video ist jetzt hier zu Ende auf jeden Fall, weil wir nichts mehr weitermachen. Wir trinken jetzt hier noch in Ruhe Bier. Räumen noch ein bisschen Luft drin. Genau, es wird auf dem Tino, seinem Kanal. Und beim Patrick auf dem Kanal ist unten verlinkt. Es gibt jeweils ein Video pro Kanal, sozusagen, die ihr euch angucken könnt. Und wir würden uns natürlich über ein Abo freuen auf Tinos Kanal. Auf Patricks Kanal ist unten verlinkt. Wenn ihr die Glocke aktiviert, uns einen Kommentar gebt, zum Beispiel wenn ihr wirklich bis Ende geguckt habt, wäre natürlich geil, uns einen Kommentar gebt und hinten mal rein seppelt sozusagen, was euch aufgefallen ist, guckt nochmal rein und schreibt uns nochmal runter eure Meinung, was ihr dazu sagt und so. Das wäre absolut Bombe, weil das ist das, was uns hier weiterbringt im Projekt. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. So sieht's aus bei T und Meister der Elemente. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt noch rein. Die eine mit Nebel. Mit Nebeleffekt. Aber vorher trinken wir noch schön das Bierchen zu Ende. Und genau, sieht's aus. Theresa schön im Nacken. Nunu. Wunderhübsch. In diesem Sinne, beste Grüße aus dem wilden Osten. Und immer eine Daumenbreite Gemisch im Tank. Ciao, ciao, Leute. In diesem Sinne, Prost, Leute. Macht's gut. Mensch, das schmeckt gut. Es läuft runter wie Wasser. Schön. Ja, wir haben es geschafft. Aber richtig. Ah, so, jetzt Schnitt. Schnitt. Und jetzt Schnitt. Jetzt wunderbar. So, ausmachen, fertig, aus. Oh.